Hallo und herzlich willkommen auf der Waldau. Mein Name ist André Koch und ich möchte euch heute das größte Tier zeigen, was es hier auf der Waldau im Kottenfrost gibt. Und ich habe es auch schon entdeckt, glaube ich. Natürlich ist es gar nicht so schwierig, das größte Tier bei uns hier aus dem Kottenforst zu entdecken, denn auf der Waldau haben wir ja die Gehege mit den Rothirschen. Das ist eigentlich das größte einheimische Tier, was wir bei uns in Deutschland haben, denn Wisente und Elche gibt es ja leider nicht mehr heute. Das besondere Merkmal der Hirsche, an dem eigentlich jedes Kind sie erkennen kann, ist natürlich das große Geweih, was aber nur die Männchen besitzen. Und das wird also beim Rothirsch wirklich sehr, sehr riesig groß. Aber auch das vom Dammhirsch ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Und diese beiden Geweihe unterscheiden sich daran, dass das Dammhirschgeweih eher so breiter ausgebildet ist. Man nennt es so eine Art Schaufel. Das Besondere bei dem Geweih der Hirsche ist ja, dass es jedes Jahr abgeworfen wird und neu gebildet werden muss. Das bedeutet also im Frühling, da werfen die großen Hirsche das Geweih ab und man kann es mit etwas Glück sogar finden im Wald. Und dann muss sich das Ganze neu bilden. Das heißt, aus dem Kopf heraus wächst dann also dieses Geweih, wie man das auch gerade bei unseren Hirschen hier sehen kann. Und sieht dann am Ende wieder so prächtig aus wie dieses hier. Hinter mir können wir jetzt hier sehr schön das Dammwild beobachten. Und das unterscheidet sich ja von den Rehen und den Hirschen daran, dass sie auch noch als Erwachsene die kleinen hellen Flecken auf dem Rücken besitzen, was ansonsten nur die Jugendzeichnung von den anderen beiden Arten ist. Das Dammwild wurde schon im Mittelalter in Deutschland eingeführt, gerade von Herrschern, die auf ihren großen Landsitzen die Tiere ausgesetzt haben, um sie dann zu jagen. Und bei uns hier im Kottenforst gibt es die Tiere seit dem 19. Jahrhundert auch frei, also nicht nur im Gatter, sondern man kann sie mit etwas Glück auch im Wald beobachten. Man hört ja oft, dass die Rehe die Weibchen vom großen Hirsch sind, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Und Rehe haben wir auch nicht hier bei uns im Gatter, die kann man nur im Wald sehen. Wir können sie uns aber auch anschauen bei uns im Haus der Natur. Kommt mal mit. Ja, so jetzt sind wir hier also im Haus der Natur und hier haben wir den kleinsten Vertreter aus der Hirschfamilie, das ist nämlich das Reh. Aber das Reh ist nicht so klein, weil es etwa das Kind von den Hirschen ist, sondern das Reh ist eine eigene Tierart, die einfach nur viel kleiner ist. Man kann sie auch daran unterscheiden, dass also die Männchen ein viel kleineres Geweih besitzen zum Beispiel als die großen Hirsche. Und Rehe leben auch in einem kleineren Familienverband, also nicht die großen Rudel wie die Hirsche, sondern nur in der Mutter-Vater-Kind-Gruppe so in etwa. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr das nächste Mal Zeit habt, dann kommt doch zu Besuch hier ins Haus der Natur oder auch ins Gehege. Dort könnt ihr dann die Hirsche und auch die Wildschweine beobachten. Es würde mich freuen und damit bis zum nächsten Mal.